Guten Abend, Tag, Morgen, wie man es auch nennen mag. Ja, ich habe hier einen ganz besonderen Gast. Er war hier vor ganz langer Zeit einer meiner ersten Schüler. Schule ist ja schon fast 14 Jahre her. Ist übrigens die älteste Schule in Deutschland, würde ich jetzt mal so sagen, die Tisch School. Er ist einer meiner ersten Schüler gewesen. War ganz, ganz junge, wie alt? 14, glaube ich, 14 Jahre. War aber damals schon echt schon richtig cooles Brett. Ging ab wie Schmitz Katze. Jetzt geht er noch mehr ab. DJ A+. In der Haus heute. Was bedeutet A+? Klär uns mal auf. Ja, also A+ ist für mich einfach nur so, ich bin in der Hinsicht mit dem DJing immer so ein sehr ehrgeiziger Mensch gewesen, gerade beim Turntablism-Bereich. Und ja, A+ ist halt die Note für sehr gut, so im Amerikanischen. Und ja, ich wollte immer alles sehr gut leisten. Und deswegen A+ ist das mal irgendwie so. Wie lange machst du das insgesamt schon mit dem Turntablism? Ich meine, mit 14 bist du ja schon zu mir gekommen. Also ich habe wirklich im Alter von 10 Jahren mega Interesse gehabt so auf dieses DJing. Und ich habe mir echt erste Platte mit 10 Jahren gekauft. Ach, das war dann, weißt du das noch? Construct oder? Rhythm, das war noch in diesem Ulmer DJ-Laden, wie hieß denn der, dieser Plattenladen? Syndrome, da hat man sich die erste Platte gekauft und auf einen alten Plattenspieler von meinem Vater hat man dann halt schon irgendwie so angefangen so zu scratchen oder sonst was. Aber irgendwann mal, so im Alter von 12, so, ich hatte auf jeden Fall dann wieder voll mega Bock auf das DJing. Und irgendwann mal im Alter von 12 habe ich mir dann wirklich so mein ganzes Taschengeld und so irgendwie zusammengekratzt und mein erstes DJ-Set gekauft. Also so wirklich angefangen mit den Platten kaufen und so. Das war dann mit dem Alter von 12. Okay. Du bist ja mit jungen 14 Jahren dann zu mir in die DJ-School gekommen. Die war damals noch in einem Plattenladen drin. Das war, also ich sag mal so, ich wusste gar nicht, dass es eine DJ-Schule gibt. Ich glaube, das war deine erste Woche, wo die Schule eröffnet hast. Ja, da hat mich halt der Herr Kucher angesprochen so und boah, ich voll, ja, nice, war da voll auf jeden Fall. Okay. Hat dir so, wenn du da zurückdenkst, war schon eine coole Zeit, oder? Hast auch ein bisschen was gelernt, oder? Würdest du es auch empfehlen, andere Leute, die jetzt sagen, die wollen jetzt anfangen, brauchen Hilfe, Unterstützung? Ja, auf jeden Fall. Und dann ist halt auf jeden Fall ein ganz großer Schritt, wenn du anfängst, eine DJ-Schule zu besuchen, ob man wirklich Talent hat oder sonst was. Also auf einer DJ-Schule kann ich auf jeden Fall empfehlen, da macht man einen ganz großen Schritt und dann sieht man auch wirklich, ob es einem liegt oder nicht. Okay. Aber war auf jeden Fall, ich kann mich nur an eine sehr, sehr positive Zeit immer dran erinnern, besonders den Werdegang vom A+ muss man ja sehen. Ich meine, er hat ja mit 14 Jahren angefangen, bei mir in der Schule ein paar Jahre rumgekrebselt, sage ich jetzt mal. Und was bist du heute, wenn wir es jetzt mal so ganz nach oben schieben dürfen? Vor ein paar Wochen ist ja was ganz Dickes passiert. Klär uns mal auf. Ja, also ich bin DMC Supremacy Germany Champion, also so ein Battle aus England. Und da war ich, wann waren das jetzt, im September oder so? Ja, war ich bei den Weltmeisterschaften. Und nächste Woche bin ich dann bei den IDA World Finals, darf ich dann auch Deutschland vertreten. Also es ist auf jeden Fall schon viel. Da drückt man jetzt mal die Daumen schon mal passiert, vorab. Ja. Also, aber wie gesagt, mit einem guten Lehrer kriegt man das hin. Kriegt man das auf jeden Fall hin, kann man nur empfehlen. Was ja die Leute immer wissen wollen, wenn man jetzt da hier so ein angehenden Star schon hier haben, im Turntablism-Bereich. Die Frage ist jetzt generell, da sind ja auch gewisse peinliche Sachen auch passiert oder lustige Sachen. Was war jetzt eine Sache, wo du sagst, oh mein Gott? Ja, sowas, was ganz, ganz krass war, so, keine Ahnung, du legst auf und dann kommt irgend so eine besoffene Tussi und ja, normalerweise denkst du dir, ja gut, die will Musikwunsch oder sonst irgendwas. Ja, die drückt mir 20 Euro in die Hand und dann gucke ich die erstmal an so und dann sagt sie halt echt nahezu, ich hätte gern zwei Bags, also in so einer voll besoffenen. Du hattest einen Kopfhörer auf? Nee, so abgenommen. Ja, so, aber was, trotzdem, was man hat den Kopfhörer gesehen. Ja, auf jeden Fall, man hat gesehen, dass ich da aufgelegt habe, also dass es auf keinen Fall eine Bar ist und die wollte halt zwei Bags. Ganz wichtige Frage, was die Leute natürlich auch wissen wollen, was sind so deine Zukunftspläne? Also weiterhin auch Clubs auflegen oder was halt kommt. Aber international, denke ich. International, ja, also da wird schon sich demnächst auch was international ergeben. Im Producing-Bereich werde ich dann auch
ja, anfangen mit Artists habe ich jetzt auch schon so ein paar Pläne. So. Mal sehen, vielleicht irgendwann mal DJ-Trainer hier so. Ja, ich meine, ich gehe irgendwann auch mal in Rente. Derjenige, der sofort dann hier dann anfangen kann. Ja, also auf jeden Fall, so ich meine 17,5 Jahre, wie lange ich das jetzt mache, ist halt jetzt nicht irgendwie umsonst gewesen sein. Ich habe ja was ganz anderes gemacht, aber das ist halt irgendwie so mein Ding, wo ich mich erfülle und dabei will ich auf jeden Fall bleiben, solange es geht. Wirst du schon schaffen, auf jeden Fall. Hier zu Gast, A-Plus, ganz dick am Start, wird uns jetzt eine richtig fette, geile Mini-Routine zeigen, wird abgehen wie Schmitzkatze, wird alles zerstören, was man zerstören kann. Ihr werdet sehen. My motivation to keep going is strictly this. I cannot let you win. Hasta la vista, baby. The game is over. Over. Now you're going to die. Break your fucking face tonight! Here comes the music.